Endlich wird dem rechtsextremen Wahnsinn noch mehr Einhalt geboten. Zalando hat mit dem Verein Laut gegen Nazis eine Kampagne gestartet. Alles, was nur ansatzweise rechtsextrem klingt, muss weg. Tja, nachdem mittlerweile wahrscheinlich schon viele mitbekommen haben, dass Adidas den Verkauf von DFB-Trikot Nummer 44 gestoppt hat, weil man schon 44 auch SS lesen könnte, ist als nächstes die USA an der Reihe, da dies ja unser seliger Adolf heißen könnte. Und die norwegische Firma für Autobekleidung hat wohl das nächste Problemchen. Helly Hansen. Haha, naja, offensichtlich geht's ja nicht, ne? Und wann kommt für Frauen endlich ein BH-Trageverbot? BH heißt ja Blood and Honor, also Blut und Ehre. Das weiß doch jedes Kind. Auch andere Marken waren sehr interessant. Ich habe mir ein paar angeguckt. Und zwar habe ich herausgefunden, Adidas steht für Adolf darf in Deutschland alles sagen. Diesel, auch eine Marke, ne? Deutschland ist ein siegreiches Einmarschland. H&M, Hitler und Macht. Ich hab's gewusst. Genauso wie Nike. Nike heißt Nazi im Klo erwünscht. Tja, außerdem würde ich mal die Volljährigkeit auf 19 Jahre anheben. Dann könnten wir die 18 endlich auch mal streichen. Genauso wie der 88. Geburtstag nicht mehr gefeiert werden darf. Als nächstes benennen wir dann noch die Hansestadt Hamburg um, da die Autokennzeichen auch sehr offensichtlich sind. Und wenn die jetzt noch draufkommen, dass Nationalsozialisten in Häusern gewohnt, in Betten geschlafen und Auto gefahren sind, kann sich jeder selbst denken, was wir als nächstes wohl verabschieden werden. Außerdem haben die ja damals die deutsche Sprache gesprochen, was ich weiß. Boah, das könnte jetzt lustig werden. Andererseits, die deutsche Außenministerin, Baerbock, postet auf Twitter ja mittlerweile auch schon auf Arabisch. Also ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Man kann in allem und jedem etwas finden, wenn man will. Und ich denke, wir hätten wichtige Probleme zu lösen, anstatt welche zu erschaffen. Und mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Gendern, fällt es sich genauso. Kümmert euch lieber um Friedensgespräche, Kinderschutz, Steuergelderverschwendung, Gesundheitssystem, Korruption und so weiter und bringt die Verantwortlichen der Corona-Pandemie endlich mal hinter Gittern. Das wär's. Roger, out.